nicht so flüssig sein. Weil sonst, nee, darf nicht so flüssig sein. Hallo, liebe Zuschauer. Sonst geht's Spaghetti. Sie sehen, wir haben heute einen speziellen Gast, den Professor Mang heute zu. Gast bei uns und wir sind schon ganz fleißig dran. Er hat sich Käsespätzle gewünscht und ich bin sehr gespannt, was ich noch lernen kann, weil Sie sind ja Spezialist quasi, oder? Ja gut, das ist das Einzige, was ich kochen kann. Ich kann im Prinzip Spiegeleier kann ich gut kochen und ja, Käsespätzle. Das habe ich also von meiner Mutter gelernt. Nicht mit Milch, also 100 Gramm Mehl, ein Ei, dann schön schlagen, wenn man so kräftig ist wie Sie, dann geht es schneller. Ja, Sie dürfen auch gerne gerne mal probieren. Und dann mache ich das mit ein bisschen Mineralwasser und Bier. Und der Teig, der darf nicht zu nass sein. Ja? Weil sonst, wenn ich dann reibe, gibt es keine schönen Spätzle. Ja. Lassen wir den ein bisschen ruhen und in der Zwischenzeit machen wir unsere Zwiebel und auch den Käse. Ja, so, Sie schlagen jetzt noch? Genau. Ja, Sie können schon mal den Käse auspacken. Also wie Sie sehen, ja gut, Käse ist auch ganz wichtig, die Käsemischung. Also ich hoffe, zunächst Käsespätzle, Teig mit Mineralwasser, Bier. Es gibt einen tollen Geschmack und vor allen Dingen auch eine schöne Farbe. Und dann der zweitwichtigste Zutat, das Wichtigste beim Kochen ist ja immer die Zutaten. Das ist ja, klar, die guten Zutaten und zwar aus der Region. Ich kaufe mir die Eier hier zu Hause vom Bauern direkt. Ich schaue, dass ich einen Original Bergkäse aus Vorarlberg bekomme für die Käsespätzle. Dann Zwiebel auch. Kaufe ich auch vom Bauern. Also man hat ja in unserer Region alles zur Verfügung. Das ist natürlich wunderbar zum Kochen. Sind Sie ein Röstzwiebeltyp oder eher der Schmelztyp? Ja, nur der Schmelztyp. Also das ist ja eine Todsünde, wenn man da frittierte Zwiebel drüber macht. Also es müssen Schmelzwiebel sein. Und das ist die große Kunst, weil die müssen so schön braun sein, knusprig, aber nicht schwarz. Also ich mache es gern so, dass ich sie zuerst in Öl, dass sie schöne Farbe kriegen, dann gieße ich sie ab und dann kommt ein Stück frisches Butter rein zum Schluss. Ja gut, ich mache das wahrscheinlich etwas umständlicher, weil ich mache da immer so eine große Pfanne, tue viel Butter rein, aber das dauert dann länger. Wahrscheinlich mit dem Öl werden sie dann schneller braun. Nö, das darf auch nicht zu schnell gehen, weil sonst sind sie außen verbrannt und innen noch eben, nicht eben. Gut. Das muss also schon. Also Käsespätzle ist auch eine tolle Sache. Ich kann nur sagen, wir zu Hause haben vielleicht einmal, zweimal die Woche Fleisch gegessen bei meiner Familie. Und sonst gab es Dampfnudeln, Käsespätzle, Spaghetti, Nudeln und man isst ja heutzutage viel zu viel Fleisch und das ist auch ungesund. Absolut, ja. Und deswegen kann ich nur sagen, es gibt so tolle Sachen hier um die Ecke überall, jetzt gibt es Spargeln, dass man nicht so viel Fleisch essen sollte. Das heißt, diese Vegetarier natürlich, das ist auch wieder ein gewisses Problem, aber es muss nicht immer Fleisch sein. Nee, ich sage immer, alles, was in extrem in eine Richtung geht, ist einfach nicht. Also nicht ein-, zweimal die Woche Fleisch. Die Ausgewogenheit, genau. Der Käse, der riecht ja schon so gut. Aber ich darf daraus schließen, dass Sie eher ein bodenständiger Typ sind und einfach gute Sachen und ehrliche Sachen zu schätzen wissen. Ja gut, wer mich kennt, der meint, ich springe von Jet Set, von Saint-Tropez überall rum. Aber meine Heimat ist hier und da fühle ich mich im Prinzip wohl. Und am Bodensee mal im Sommer auf dem Schiff. Genau, man sieht sie schon sehr, sehr, sehr oft in allen Medien, wo man reinzappt. Und da wäre eigentlich meine Frage, was ich dich auch bewundere, wie halten Sie sich fit oder wie ja gut, ich habe jetzt 3,5 Kilo zu viel. Meine Frau schimpft mich schon. Da muss ich wieder im Sommer abtrainieren. Das heißt, wenig Süßigkeiten, weniger ein bisschen Kohlehydrate. Aber ansonsten spiele ich Tennis. Mein Hund hält mich ein bisschen auf Trab. Aber ich arbeite jeden Tag. In der Früh um 6:30 stehe ich auf und dann bin ich in der Klinik bis um 4:05. Jeden Tag, außer Wochenende, wo ich dann auf Kongressen bin. Also ich bin immer in Bewegung, im Action. Und ich glaube, jung hält auch, wenn man seinen Beruf mag. Ja, natürlich. Das heißt also, wenn man positiven Stress hat. Das ist, glaube ich, auch wichtig. Und natürlich Bewegung. Ich benutze keinen Lift, laufe alle Treppen, versuche viel zu laufen. Ja, und mal vielleicht Golf zu spielen, aber Bewegung ist schon wichtig. Ja, absolut, doch. Aber da haben Sie jetzt viele Sorten. Erklären Sie mich mal auf, was Sie da alles gekauft haben für. Ja, ich habe es vorsichtshalber draufgenommen. Also das ist ein Emberg. Also das ist ein Appenzell. Aha, Appenzell. Appenzell, genau. Ich Bürger in Appenzell. Und das ist ein 6 Monate alter Bergkäse. Ja. Das ist ein Emmentaler. Den müssen wir reiben dann, oder? Den müssen wir reiben, ja. Ich habe extra so gemacht, dass ich keine Fertigmischung genommen habe, weil das wäre zu einfach. Der Butterreibung, der ist Außenprägel und so weiter. Ja, Senfbutter. Also wir haben vorher über Zutaten gesprochen und ich bin natürlich in die Spur gegangen und habe nur das Beste versucht einzukaufen. Eier haben wir, Demeter-Eier genommen. Ja. Kommt bei mir eigentlich auch nichts anderes in den Spätzleteig oder sonst wohin. Also es muss schon was Gutes sein. Also ich würde sagen, Sie schneiden die Zwiebel und ich reibe Käse, weil sonst... Wobei, mit dem Messer können Sie ja gut umgehen, denke ich mal, oder? Na, vielleicht...
Ja, mit dem Messer schon, aber das ist natürlich etwas rustikal jetzt. Gut, dann mache ich Ihnen den Käse soweit. Bereite ich ihn soweit. Schneiden kann ich schon. Nee, nee. Ich liebe es schon schneiden. Ja, gut, also die Rinde haben wir weggemacht. Das ist ja jetzt so scharf wie ein Skalpell hier. Ja, fast, ja, genau. Und jetzt müssen wir reiben. Also die Rinde habe ich eigentlich schon weggemacht. Und ziehe die Zwiebel. Und ich mache die Zwiebel, so ist es genau. Und Sie dürfen das auch schon da rein stellen. Einfach schön, genau, auf der Reibe. Schön reiben. Ja, ich mache jetzt nochmal die Keime raus. Die frischen Zwiebeln gibt es noch nicht, aber das sind noch gute. Wo sind das noch vom letzten Jahr, oder wie? Ja, klar. Also echt? Die meisten Zwiebeln, die Sie jetzt kriegen, sind noch vom letzten Jahr. Aha. Es gibt noch keine frischen, die kommen jetzt erst, ja, außer die Frühlingszwiebeln. Aber die waren sehr gut gelagert, sind schöne aromatische Zwiebeln und da kriegen wir bestimmt was Gutes hin. Das ist oft so, das Beste. Wir reiben jetzt den Käse, bereiten die Zwiebeln vor und sind nach der Werbung wieder da. So, wir sind auf einem guten Weg. Schön, dass Sie noch dran sind und miterleben können, wie wir versuchen, oder ich hoffe, dass wir es auch schaffen, die weltbesten Käsespätzle herzustellen, ja, oder? Absolut. Habe ich da, absolut. Das habe ich schon richtig formuliert. Aber warum heulen Sie nicht? Wenn ich die Zwiebel geschnitten habe, hätte ich schon einen Heulkrampf gekriegt. Ja, die sind, vielleicht sind sie nicht so scharf, aber ich denke mal, dass es wichtig ist, ein scharfes Messer. Ja. Wenn ich ein stumpfes Messer habe, dann drücke ich die Zwiebel und dann kommt der Saft raus. Aha. Und der in Verbindung mit Sauerstoff, der macht dann natürlich Tränen. Aber Sie haben ja ein Haus auch in der Schweiz, oder? Also es war auch, mal eben, ja, ja. Eben wunderschön. Ich bin ja in Appenzell auch, in den Bergen oben. Ja. Und da ist die Welt auch noch in Ordnung, also aha, wirklich okay. Wunderschön. Da tragen die Kühe Kopftücher nämlich an, oder? Ja, ja, die kenne ich alle mit Namen da oben. Klasse. Da kennen Sie auch einen Gupf. Ja klar, ja. Das ist ja ein großer von Fan von mir. Ja, ja. Ein Freund von mir. Der in der Küche und die Frau ist heraußen. Na, der macht es. Kann mit dem Hubschrauber hinfliegen sogar. Mhm. Und das machen Sie auch regelmäßig, oder? Also mit dem Hubschrauber fliegen, nehme ich an. Ja, ich habe ja mit 60 noch meinen Schein gemacht. Klasse. Mit 60 habe ich gesagt, das fehlt mir jetzt noch in der Sammlung. Käsespätzle kann ich ganz gut kochen. Jetzt mache ich mal den Hubschrauberschein. Aber wie gesagt, ich fliege meistens mit einem Safety-Pilot noch mit meinem Lehrer. Weil es ist, Hubschrauberfliegen ist sehr diffizil und man muss aufpassen und man darf sich nicht überschätzen, das ist ganz wichtig. Also ist auch viel mit den Pedalen, oder? Ist es ähnlich wie Zeppelinfliegen oder ist das nochmal was anderes? Also Hubschrauberfliegen ist natürlich schon viel schneller, ja. Also da wird ein Fehler nicht so. Das ist die Krönung, Hubschrauberfliegen. So, schön, ja. So. Und so einen schönen Käse. Reicht das schon? Ja, der Käse glaubt schon, oder? Ja, der müsste reichen. Ich tue das gerade so schnell. Ja. Also ich mache das immer so, um die Reste zu machen, mache ich einfach die Hand und die Finger ganz Trick. Und dann kann ich wirklich bis zum Schluss reiben und schneide mich eigentlich nicht, weil dann gehe ich da drüber und dann können wir wirklich alles von dem wunderbaren Käse, da passiert nichts, können wir alles von dem wunderbaren Käse verarbeiten und der riecht schon gut und ich habe gesagt, ich will keine extremen Käsespätzle, sondern einfach ein bisschen was Aromatisches. Ja. Ja. Und das passt ganz gut. Also Käse ist da. Super, dann haben wir eine Teigkarte. Jetzt müssen wir bloßstellen. Ich würde sagen, als erstes noch die Zwiebel in Angriff nehmen, oder? Dass die, schon die Zwiebel da unten am längsten, oder? Ja, mit am längsten, ja klar. Ja. Dann tun wir, also wie gesagt, ich vertraue jetzt Ihrem Trick. Normal mache ich es nur mit Butter. Mhm. Aber ich mache es jetzt erst in Öl. Okay, aber die müssen dann braun und knusprig sein. Das werden sie. Weil das ist das einzige. Halt, mache ich. Gut. Alles rein, oder? Ja, warten so ein kleines bisschen, bis das Fett ein bisschen heißer ist. Also wir haben uns einfach schönes Pflanzenöl genommen und dort machen wir die schön braun. Braun und dann aber noch. Dann gießen wir sie ab. Ja. Und dann machen wir sie mit frischer Butter. Also mit das kommt dann wieder hier rein, oder? Genau. Ja. Okay. Und dann nochmal in der frischen Butter und dann sind die richtig toll. Dann geht schneller, weil bei mir ist es oft so, wenn ich nur mit Butter mache, dann dauert es eine halbe, dreiviertel Stunde, bis die braun werden. Machen Sie es dann mit Butter und Öl nur oder rein? Butter. Ich tue Butter hier rein, relativ viel Butter, okay, fast frische. Eine halbe Butter. Aha. Ja, da, hier. Aha. Und dann lasse ich das so eine halbe Stunde ziehen. Okay. Also nicht ziehen, sondern halt unter einer ordentlichen Ja, das ist auch richtig. Und dann werden sie auch knusprig. Ja, dann, genau. Dann verdampft die Aber nicht, dass das wir jetzt da mit Ihrer Aktion die Käsespätzle, also die Zwiebel nicht hinkriegen. Also ich vertraue Ihnen, ja? Das machen Sie mal, ja. Machen Sie mal. Nee. Jetzt tue ich es rein. Ja, genau. Und sonst habe ich noch ein paar Zwiebel hinten, da können wir nochmal anfangen. Aber das wird nicht nötig sein. Aber ich glaube, ich hole noch ein bisschen Käse, oder? Dass wir da wirklich genug haben. Ja. Ja. Wenn Sie Ihren Sauerkäse nicht bringen, dann dürfen Sie einen anderen bringen. Nee, Sauerkäse bringe ich heute. Ich bringe einen schönen Cantal. Ja? Überlasse Sie derweil den Zwiebeln und bin gleich wieder da. Gut.
Ja, liebe Zuschauer, wenn man medizinisch tätig ist, dann muss man auch kochen können etwas. Und jetzt gucken wir mal, wann die Zwiebel braun werden. Das dauert länger. Das dauert ein bisschen länger, genau. Aber wir haben ja auch noch ein bisschen... Topf ist Salz drin. Wasser, ja. Das ist richtig aufkocht dann, wenn ich reibe. Doch, klar. Das ist ja hier das können wir schon, aber das schwäbische wir Nationalhobel hier. Ja, das ist eine Vorarlberger kleine Manufaktur, Metallzieherei, die solche Sachen, herstellen. So viel brauchen wir aber nicht. Nee, wir reiben einfach das, was wir brauchen. Das ist ein Cantal, ja. Was ist das? Auch von Vorarlberg? Nee, das ist ein Franzose. Franzose. Der aber in der gleichen Machart in Vorarlberg auch hergestellt wird. Aber ist einfach ein schöner Käse, der auch schön schmilzt dann, ja. Also ganz tolle Sache. Genau, und dann reiben wir uns ein bisschen. Dann haben wir gesagt, machen wir einen Kopfsalat dazu. Ja, einen Kopfsalat. Wir können da noch ein bisschen was reiben, genau. Vielleicht die Hälfte von dem. Aber das große Stück noch? Ja, ein Teil davon. Dass wir genug Käse haben. Wie Sie schon richtig gesagt haben. Damit unsere Kamera auch noch was. Sollen wir da nicht drauf sparen? Oder damit sparen? Käse. Genau, und ich mache uns schon mal einen schönen Kopfsalat. Kopfsalat auch hier von der Region, vom Bauer. Der ist schon Biobauer, genau. So der erste, der riecht ein bisschen, auch schon so gut. Ja. Er ist noch ein bisschen empfindlich. Ja. Aber der riecht schon recht frisch. Okay. Ja, klar, heute früh geholt auf dem Markt. Und tun wir uns ein bisschen vorsichtig waschen, dann trocken schleudern und haben einen schönen Dressing und dann können wir noch einen feinen Kopfsalat dazu essen. Dann, wie schaut es bei Ihnen aus? Schnitt auch? Gehört es bei Ihnen mit auf die Kirschbässe drauf? Nicht. Okay. Kein Schnittlauch. Aber Pfeffer. Nehme ich an. Pfeffer kann Pfeffer man ein bisschen drauf tun. Ja. Pfeffer tun wir drauf. Schnittlauch nicht. Was mich so interessieren würde, Sie sind ja auch sehr, sehr sozial engagiert. Ja. Das heißt, Sie operieren auch Menschen, die durch Unfälle oder irgendwie Missgeschicke. Ja, gut, ich habe so eine Stiftung und wir sind jetzt gerade auch für Nepal aktiv. Ich war ja. Auch in Nepal, habe da kranke Kinder operiert. Okay. Gerade dort in Kathmandu, wo jetzt alles zerstört ist, da haben wir also auch eine Klinik und die unterstütze ich natürlich jetzt auch etwas, dass es da, wieder aufgebaut wird. Und wir unterstützen auch soziale Projekte in der Region. Ich sage immer, es gibt bei uns auch genug, Armut. Das heißt, dass auch in der Region Nachbarschaftshilfe, Kinder unterstützt werden, das macht meine Frau in Lindau. Also, ich habe mir ja als Junge alles selber verdient und dann muss man auch ein bisschen was zurückgeben. Das finde ich eine super Einstellung, ja. Ganz das klasse. Mit Ihrer Reibe mache ich jetzt auch mal, aber das klappt bei mir nicht so. Doch, das geht schon. Einfach da habe ich ja hier Spätzle. Dass die ganze eine Spannung haben und dann, ja, passt doch wunderbar. So, Hobel dürfen es mir geben. Dann fangen wir Reiben an, tun unser. Ich mal rein, wie ich schlag hier. Ja, der schaut gut aus, der Teig. Geht so? Ja, klar. Der Teig darf nicht zu flüssig sein und nicht zu zäh, weil sonst ist es mit dem Reiben schwierig. Ja. Wenn er zu flüssig ist, dann gibt es so wie Spaghetti. Das ist mir auch mal passiert. Und wenn es zu dick ist, ist auch nicht dann so gut. Kriegen Sie nicht so, Sie machen jetzt Folgendes. Sie tun das einfüllen und ich reibe. Sie reiben, gut. Assistenz der Geschäftsleitung. Weil wir wollen jetzt nicht... Wir wollen nicht, dass es zur Arbeit hier ausartet. Nicht zu viel, ja. Sie haben ja was vor. Da rein. Ja, genau. Und da finde ich es immer wichtig, dass man es nicht übers kochende Wasser hält, weil sonst wird der Teig fest, bevor man durchkriegt. Da ist mein also, Ding. Das ist angewärmt ein bisschen da hier. So ganz leicht, ja. Aber wir haben den Ofen an. Sie dürfen rüberstellen. Das ist ganz leicht warm. So ist schon gut. Wir haben den Ofen an und da kommt es nachher noch rein. Und dann haben wir in der Zwischenzeit Zeit, unseren Salat fertig zu machen. Und auch natürlich uns um die Zwiebel zu kümmern. Ah, die riechen gut. Ich liebe ja Zwiebel. Ja, ist was Tolles. Ah, schön. Aber Zwiebel ist natürlich auch so, dass je länger eine Zwiebel, da vorne so ein Haken. So ja, das weiß ich. Je länger die Zwiebel geschnitten ist, desto schwerer wird sie verdaulich. Wie nochmal? Je länger eine Zwiebel geschnitten ist, also liegt. Liegt, genau, aber geschnitten halt. Ja. Desto mehr oxidiert sie mit dem Sauerstoff und desto schwerer wird sie verdaulich. Ja. Das erklärt vielleicht, warum man in manchen Großgastronomiebetrieben nicht gut gelaunt ist. Man muss jetzt reiben, auch wenn es heiß ist.
Das sollte dann einmal gut aufkochen, dass sie nicht batzig sind, die Spätzle. Ja, auf jeden Fall. Und dann wichtig, nicht in den Topf rein, sondern in ein breites, flaches, wo man also schichtweise das dann aufträgt und immer wieder einen schönen Käse dazwischen tut. Ja, so. Genau so machen wir das. Die schütteln, Moment. So. Nicht so viel schütteln. Späße wie rühren. Nein, ich lasse es hier. Jetzt lassen wir die irgendwann aufkochen. Aber es schaut schon gut aus. Hast volle Hitze drauf? Ja, fast. Also ich kann natürlich Vollgas geben, aber da muss man aufpassen. Nee, schon gut. Ist alles gut. Das wird gleich soweit sein. Ja, die sehen noch gut aus. Eben, und schön abtropfen lassen. Dass ja, wobei wir nachher ein bisschen Kochwasser mit reingeben, nachfüllen, oder? Nachfüllen, bitte. Wobei wir nachher mit ein bisschen Kochwasser noch reingehen, oder? Mit was gehen wir rein? Mit ein bisschen Kochwasser, oder? Die müssen ja schmutzig sein. Nicht schmutzig. Oder sind ihre nicht schmutzig? Absolut trocken. Okay, dann lasse ich mich. Gottes Willen. Dann lasse ich mich überraschen. So, da können wir es, glaube ich, schon mal eine Lage Käse reinmachen, oder? Ja, ganz dezent drüber, nicht zu viel. Weil wenn zu viel Käse ist, ist es auch nicht gut, dann wird es einfach für den Magen nicht gut. Genau. Also die Spätzle sind ja schon, ich finde es so toll, so Spätzle mit Soße und Knödel. Also das ist doch so ein tolles Gericht. Ja klar, wenn es gut gemacht ist, ja. Immer vorausgesetzt. So. Ja, wie wir gesagt haben, die einfachen Sachen, die sind da wirklich die können fordern. So, ja. Sie machen jetzt Lage Käse. Sie machen die Lage Käse, jawohl. Und ich reibe wieder. So, Sie schauen, wie viel Sie drauf haben wollen. Ja, so. Ein bisschen mehr brauchen wir. Bedeckt ist, aber nicht zu viel. Das soll schon gut nicht mehr. Also, ich denke, so passt es, gell? Super. Ja, die müssen vorne, genau, da hat die Nase und da müssen wir einhängen. Zwiebeln werden langsam braun. Optimales Teamwork, gell? Ja, das ist immer lästig wichtig. Ist halt immer, wenn man gekocht hat, dann anschließend, was meine Frau auch überhaupt nicht mag, das Aufräumen dann. Ja, und ich glaube, wir Männer, wir hinterlassen schon ein bisschen tiefere Spuren als die Frauen. Die räumen immer gleich weg und ich bewundere das auch wirklich, wer das kann, aber ich nicht. Und wenn trotzdem ich halt sind die meisten Sterneköche Männer. Ja, klar, aber das hat ja natürlich auch damit zu tun, dass Männer keine Kinder kriegen können und dass halt die Arbeit in der Küche immer noch einfach eine sehr, sehr starke körperliche. Und wenn eine Frau sich durchsetzen muss in der Küche, dann muss sie um einiges härter sein als jeder Mann. Ja, aber die Frauen sind hart genug schon inzwischen. Ja, das stimmt, ja. Doch. Also, die haben uns schon ziemlich im Griff. Gut eingeholt und werden uns bald überholen, ja. Ja, dann würde ich sagen, wir stellen unsere Käsespätzle fertig und gehen nochmal kurz in die Werbung und danach schauen wir, was bei unserer gemeinsamen Aktion rausgekommen ist. Also die Zwiebeln sind jetzt fast schon so weit. Ja, und Sie haben mich schon gescholten, dass ich die Butter zu spät reingegeben habe. Aber es wird noch werden. Es wird aber immer nach meinen Rezepten das Kochen, gell? Also ja, okay, es wird gut. Werden wir es nächstes Mal machen, Herr Wagen. Ja, natürlich, es muss, am Ende wird alles gut. Wenn es nicht gut ist, dann ist es alles zu Ende. Wird gut, ganz entspannt. Andere Frage noch, was tut sich denn Neues in der Schönheitschirurgie? Sie sind ja da laufend. Gut, ich meine, ich bin ja Pionier in Deutschland und seit 25 Jahren in der Bodenseeklinik, haben mehr zu tun wie eh und je und viele russische Patienten auch. Aha. Und Sharon Stone hat ja gerade endlich mal gesagt, dass sie auch behandelt worden ist, auch mit Hyaluronsäure nach unserem System. Mhm. Und das heißt, der Trend geht zur natürlichen Schönheit. Keine großen Schnitte, mehr Eigenfett, mehr Hyaluron, weniger Botox, ganz kleine Schnitte. Ich habe auch das Minilift entwickelt und das ist zurzeit der Renner. Und und in Lindau sind natürlich auch viele Prominente, die immer wieder sagen, wenn sie wegreisen, ein Paradies, ein Traum. Den Salat hast du angemacht. Einen größeren Löffel, den mache ich jetzt gleich an. Essig, Öl. Ja, ich habe da einen tollen Dressing. Genau, ich mache es also mit Essig an, mit Öl, ja, Salz, Pfeffer und ich tue ein bisschen Maggi rein. Da schimpft mich immer meine Frau, aber ich liebe Maggi. Ja, das durfte ich als Kind nie essen, aber ich liebe das. Nicht. Ein bisschen Maggi zum Salat ist genial. Ja klar, da ist natürlich in einem Tropfen Maggi ist unwahrscheinlich viel Power drin. Ja. Mein Onkel, der hat immer die Eier mit Maggi gegessen, Ostereier, immer Maggi drauf. Ja. So, Zwiebeln kommen langsam, kriegen eine schöne Bräunung und dann gehen wir gleich los. Dann mache ich schon mal unser Salätchen fertig. Sie so, ich möchte jetzt nur, dass die Zwiebel, da müssen wir dann irgendwie das
mache ich jetzt. Sie sagen mir, was Sie brauchen und Sie werden es bekommen. Ja, die Zwiebeln müssen wirklich optisch wunderbar so ja. drüber kommen, damit es ein Gesicht bekommt. Es sind noch nicht ganz so braun, aber... Ja, wir können schon ein bisschen warten. Es ist okay. Ja, gut. Es ist okay. Ja, die sehen noch ganz gut aus. Ja. Jetzt kommen sie. Sollen wir vielleicht ausmachen, dass sie nicht mehr weiter? Ja, die können schon Hitze brauchen. Ja, das sieht gut aus. Aber es sieht gut aus. Ja. Das ist eben wie in Ihrer Chirurgie die sanfte Technik jetzt gewesen. Ja, jetzt sieht man auch sehr gute Ergebnisse. Ein guter Arzt, ein guter Chirurg, der handwerklich arbeitet, muss auch Eisenbahn bauen können, er muss handwerklich begabt sein. Ich habe mit 18 mir einen alten VW Käfer gekauft, damals für 300 Euro, habe den komplett zerlegt, lackiert und bin dem dann nach Südfrankreich gefahren, in die große weite Welt. Also ja, man muss auch Bastler sein. Also Chirurgie ist ja Bastelei. Ja, das klar, ist ja in Ihrem Fall schon, ja. Oder generell, sage ich mal, man muss schon... Ja gut, wir haben in der Klinik natürlich auch Tumoren, Hauttumoren, deswegen... Tipp, nicht zu viel in die Sonne gehen und haben natürlich auch Unfallnarben, rekonstruieren wir. Das ist an sich das, was ich auch am liebsten mache. Mhm. Plastische Gesichtschirurgie, Nasenchirurgie, Wiederherstellung. Mhm. Das ist an sich auch ein Hauptschwerpunkt unserer Klinik. Ja gut, wir sind soweit fertig. Jetzt können wir es dann auftischen. Ja genau, Sie dürfen jetzt Ihr Handwerk vollenden, sage ich jetzt mal. Das ist natürlich nicht gut jetzt. Ah, das ist reingefallen. So, ich verteile schon, oder wie machen wir es? Ja, gerne, ja, natürlich. Wir sind quasi. Das muss man dann auch so machen, immer so verteilen, dass das wunderbar oben. Sie halten wie immer die Fäden in der Hand, sehe ich gerade, und dann passt es. Und wenn es die Kässpatzenfäden sind, ja. Ich tue jetzt nicht so viel rein, im Prinzip. Ja, zieht ordentlich. Alles gut. Und ich habe uns nochmal ein schönes Bierchen. Ja. Besorgt. Bier schmeckt ja wunderbar. Ein italienisches dazu. Aus einer kleinen Mikrobrauerei, das ein bisschen mit Koriander auch gemacht wurde, also mit Korianderkörnern. Und müsste eigentlich super gut zu der Kässpätzle passen. Schau mal. So. Also ich liebe das. Dann serviere ich heute, oder? Heute servieren Sie, genau. Dann serviere ich heute. Sie dürfen Bier einfach servieren. Hier? Ja, hier. Wenn wir die Dinger probieren und dann gucken wir mal, ob ich das einigermaßen bekomme. Sehr schönes Geschirr, gefällt mir gut. So ein bisschen die tieferen Teller. Ja. Für die Kässpätzle. Schauen wir, einen Löffel. Genau. Da haben Sie einen schönen Salat. Ein bisschen Pfeffer noch drüber. Ah, Pfeffer, genau, ja. Eben. Das ist ein sehr guter Pfeffer auch. Das sind so dreierlei Pfeffersorten, die richtig schön aromatisch auch sind. Ja, mein Ausschau ist jetzt gut. Also so schlecht kann es nicht sein. Nein, das schaut hervorragend aus. Professor Mang, vielen Dank. Fräulein, hat echt super. Spaß gemacht. Ja. Mir auch. Und ich werde Ihre Ratschläge natürlich beherzigen. Es riecht schon so gut. Ja. Also so schlecht kann es nicht sein. Nein. Ja, guten Appetit. Ja, das wünsche ich Ihnen auch. Jetzt der erste Biss entscheidet. Der erste Biss entscheidet, das stimmt. Ja, aber es sieht gut aus. Ich sage nicht zu batzig. Wunderbar. Liebe Kässpätzle. Also Sie sehen, wir haben das super hingekriegt. Es sind auch nicht fett. Alles perfekt. Und wir sehen uns nächstes Mal wieder. Tschüss.